method of madness, guerrilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blood art to your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we over minds, they back. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht's mal um Boruto, beziehungsweise um den erwachsenen Boruto, beziehungsweise Tainsuke Boruto, der gegen Kawaki gekämpft hat. Nämlich kam vor knapp 2 Wochen ein Interview mit Ikemoto raus, also der Mangaka, beziehungsweise Zeichner vom Boruto-Manga. Und da kam dann die Frage, warum Boruto mit dem Kampf mit Kawaki angefangen hatte. Also, dass sie dann etwas älter waren und alles, also, dass es mit dem Tainsuke angefangen hat, mit dem Kampf gegen Kawaki und nicht einfach normal wie im Film und alles. Die Antwort war, dass es allgemein Kishimotos Idee war, den Anfang so zu machen, weil die beiden wollten nicht, dass es wie der Film anfängt. Also die wollten einen anderen Anfang haben als dem Filmanfang und halt etwas, was wirklich für einen starken Impact sorgt, was es natürlich getan hat. Allerdings war das sehr spontan und deshalb hatten die noch kein richtiges Design für den Tainsuke Boruto, weshalb die sich da unsicher waren, ob das Design jetzt so bleiben wird oder ob es sich schon verändern wird, weil es kann sehr gut sein, dass es sich dann bis zum Kawaki-Kampf wirklich verändern wird, wenn da neue Ideen oder keine Ahnung was dabei kam, weil die hatten da halt noch kein richtig geplantes Design für Boruto. Und deshalb gehen halt viele jetzt davon aus, dass Boruto am Ende ein anderes Design haben wird im Kampf gegen Kawaki und alles, was meiner Meinung nach nicht unbedingt sein muss, weil wir haben den Anime und wir haben die Anime-Form von Boruto, was eigentlich so ziemlich dieselbe Form ist wie im Manga, nur halt mit dem anderen Auge und dass es halt der Mantel von Sasuke ist, weil der Mantel, den Boruto im Manga anhatte, wenn ich mich jetzt nicht irre, sah schon etwas anders aus und ja, hier im Anime hat er ja jetzt den Mantel von Sasuke sozusagen an, falls es irgendwie wirklich derselbe Mantel ist, es kann ja irgendwie ein anderer Mantel sein, der genauso gleich aussieht, weil er dachte, ja komm, gehe ich im Partnerlook mit Sasuke rum, aber dazu will ich nicht weiter drauf eingehen. Und hier ist die Sache, zwischen dem Boruto-Manga und dem Boruto-Anime ist knapp ein Jahr vergangen, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich schon ein ganzes Jahr ist, aber schon so um den Dreh rum. Und in der Zeit wurde sich wahrscheinlich schon die Gedanken gemacht, wie man Boruto hier, sag ich mal, umdesignen wird im Kampf gegen Kawaki. Und ich denke, das, was wir im Anime hatten, wird so das schlussendliche Design sein, falls es sich jetzt noch bald noch ändern muss, weil irgendeine neue Idee dazukommt. Deswegen können wir uns eigentlich so ziemlich sicher sein, dass dieses Design, was wir jetzt am Anfang vom Boruto Anime gesehen haben, das schlussendliche Design ist. Das wollte ich eigentlich so einfach nur mit diesem Video ansprechen, weil viele gehen halt wegen dem Interview davon aus, dass das Design von Boruto sich im Timeskip noch komplett verändern wird. Aber ja, wie gesagt, ich bezweifle es. Es kann natürlich sein, dass da eine minimale Veränderung kommt, wenn da neue Ideen dazukommen, aber ich wiederhole mich wieder zu oft. Von daher beende ich das Video hier einfach mal an der Stelle. Wenn ihr wollt, könnte ich irgendwann ein ganzes Video zu dem Interview machen, wo ich das dann halbwegs auf Deutsch übersetzt und so, für die, die es jetzt irgendwie noch nicht mitbekommen haben oder so. Ich werde hier oben rechts mal eine Abstimmung machen, ob ihr irgendwie wollt, dass ich das mache oder nicht. Von daher, ja, stimmt einfach ab. Dann war's das mit dem Video und ich verabschiede mich auf Wiedersehen.